herzlich willkommen zurück bei Don't Stuff mit dem Radamoon. Und der Ria. Hallo. So dunkel hier, wo ich herrenne. Gleich mal einen Schluck getrunken. Mach ja nichts, kannst du ja. Ich bin gerade an, ich muss noch was anderes aufnehmen und naja, ist egal. Wir haben ja erst 2 Uhr. Läuft bei mir. Läuft. Machen wir jetzt auch keinen Stress hier. Ich bin schon bei den Bienen. Und zwar bei den Bienen nach dem Wurm noch. Juhu. Ja. Gas gegeben. Ja, ich bin ja die ganze Nacht durchgelaufen mit meiner Fackel. Immer angezogen und ausgezogen. Also immer, oh, it's so dark und Fackel an. Oh, ich can't see again und Fackel aus. It's so dark und Fackel an. Oh, I can't see again, Fackel aus. Und dann irgendwann zwischendurch mal, hallo und herzlich willkommen. Achso, nee, das war, ja. Ich brauche Scheiße den ganzen Tag. Ich brauche Scheiße, weil ich sie mag. Ah, so ein Augenviech ist da. Ja, also, auf 2 Beinen, ne? Das ist oben rechts bei dem Felsen. Ja. Oh, hier ist eine Augenpflanze, geil. Kann ich die abbauen? Ja, du kannst sie, wenn du sie tötest, kriegst du halt die Pflanze da draus. Ja, aber die tötet mich doch, wenn ich hier... Die sind gemein, ja. Aua, oh, mach nicht Schaden, ne? Die kann ich nicht töten jetzt. Ja, zu viel um sich herum. Meinst du, die Hunde kamen bei 12? Das kann auch sein. Scheiße. Wir warten ja seit Tag 8 auf die oder so, ne? Was macht denn hier so komische Geräusche? Wer weiß das schon, ich bin's nicht. Hier ist so eine komische Pferdefigur. Oh, die greift dich auch an, pass auf. Oh Gott, da sind viele. Ja, 4 Stück normalerweise immer. Wenn ich mich recht erinnere. Oh, hier liegt Schweinehaut rum. Pixkin, da kannst du dir so ein Baseball-Cappy machen. Das ist ganz cool. Ah, geh weg, Vogel. Jetzt werde ich von Vogel und von dem hässlichen Schwein. Okay, das ist das hässliche Schwein von dem Vogel. Kämpft mit dem Vogel. Das sieht irgendwie seltsam aus. Ja, die Pferde sind, aber die sind auch, die machen ganz schön viel Schaden damit. Nee, da ist so ein grünes, stacheliges Schwein, das mit dem Vogel gekämpft hat. Okay. Sei froh, dass sie dich in Ruhe lassen. Ja. Das sah nicht immer gut aus. Sind wir der Scheißesammler vom Dienst? Hab ich das nicht das letzte Mal schon gemacht? Ja. Ich hab's halt voll drauf, ne? Mir die Hände schmutzig zu machen und so. Stehst halt drauf. Alles für den Dackel, alles für den Club. Moment, nee. Dabei kenne ich hier noch nicht mal das ganze Grasgebiet. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Büffel leben oder was. Keine Ahnung. Wie groß ist denn das noch hier nach hier unten? Aber hier ist jetzt zu Ende, glaube ich, oder? Ja. Da ist noch so ein Vogel. Vogel? Was meinst du? Diese Augen oder was? Fisch, Froscheier, was liegt denn hier rum? Sammel alles ein. Kann man alles gebrauchen. Kann man vielleicht ja, der Vogel hat... Okay, Hunde kommen. Ich hab's gehört. Ich komme nach Hause. Ich auch nicht, bin so weit weg. Nein. Ja, ich auch. Ich hoffe, du hast ein Locksuit dabei. Oh, ich habe keine Waffe. Ich habe nur die Axt in der Hand. Na gut, muss reichen. Ich werde von Vogel und Schwein verfolgt. Wie lange verfolgen die einem? Nee, warte mal. Ich bleib hier bei den Bisons. Die helfen mir ja dann, hoffe ich. Ja, dann bin ich... Hoffentlich ist die Hunde verteilt. Komm, bei dir und bei mir. Die Pflanze ist ja auch hier in der Nähe. Ich gehe in die Richtung, wo die Pflanze ist. Pflanze und Bisons. Ich glaube, ich werde hier besser überleben, als wenn ich darüber komme. Ich glaube, ich bin irgendwie verratzt. Bei meinem Glück kriegen die Bisons natürlich gleich ihre Tage dann. Machen wir mal hier ein generelles Camp, weil ein großes. Sogar. Immer so frei. Oh, ich habe nicht mehr so viel Holz. Oh, shit. Stöcke kann man doch auch verbrennen, oder? Oh, das geht schon. Ja. Mein Inventar ist so voll. Kann ich mir hier nicht eine Waffe craften? Ne, das geht natürlich. Ach, ich brauch nur ein Seil. Moment, ein Seil kann ich doch schnell noch machen. Ich kann meine Holzbretter verkaufen. Verbrennen hier. So, wo ist die Waffe? Da. Ah, ich muss freischalten. Das kann ich hier nicht. Ah, shit. Hätte ich mal schon vorher freigeschaltet, dann wäre es gegangen. Aber so natürlich nicht. Na gut.
Mist, ich habe kein Feuerholz. Das ist kontraproduktiv, ja. Ja, und jetzt will die den scheiß Baum nicht hacken. So, Locksuit anziehen. Ganz wichtig, so. Did you hear that? Yes. Master. Feuer schön in Gang halten. Bei mir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Büffel in der Nähe und diese Pflanze mit den Augen. Bei mir kommt, da rennt ein Hund, der rennt quer durch die Pflanzen durch. Der greift die Pflanzen an. Das ist super. Erster Hund ist tot. Oh, da kommen noch zwei Hunde. Oh, oh. Ne, ich hab drei Hunde. Ja, ja, einer ist schon tot. Ja, der eine greift den Büffel an. Haha, tot. Abigail, mach ihn fertig! So. Chester tankt den einen bei mir. Oh cool, ein Zahn ist bei rumgekommen. Ja, hab ich auch einen. Nicht die Büffel angreifen. Okay, ich habe meine Hunde fertig. Ja, meine auch. Gut, das lief doch ganz gut. Erschrecklich gut, ja. Und die ganzen Büffel versammeln sich alle bei meinem Feuer. Das war ja jetzt einfach. Na gut, mein Chester hat einen getankt, ne? Die Pflanzen haben einen kaputt gemacht und einen haben die Büffel kaputt gemacht. War sozusagen easy going für mich. Na gut, Abigail ist ja auch eine Wahnsinnshilfe. Ja, klar. Ohne die wäre es nicht so easy. Und ohne die wäre ich ziemlich verratzt. Weil ich glaube, ich auf den einen schon gut eingeprügelt habe. Bilde ich mir ein zumindest. Also drei Hunde hat man dieses Mal. Ja, beim nächsten Mal kommen wir glaube ich den fünf oder sowas für jeden. Boah, das ist schon fies. Ja, auf jeden Fall. Der Büffel rennt einfach durchs Feuer und... Ja toll, jetzt kann ich mein Feuer nicht anfachen, weil ein Büffel da drauf liegt. Schön warm. Ja. Boah, wie das sich anhört hier bei mir, die sind total laut. Ich habe auch gar kein Holz mehr, sehe ich gerade. Cool. Ein paar Stöcke reinfeuern, okay, muss reichen. Übrigens, ich habe ein großes Ei. Super. Kannst du kochen, glaube ich. Boah, wie laut die einfach schnarchen hier. Ich habe Fischtacos. Erstmal ein bisschen Ratatouille. Ich habe ja genug dabei. Fischtacos klingt irgendwie sehr exotisch. Irgendwie schon, ne? Die Büffel, die schlafen. Weißt du noch, wo die Holzkiste drin war? Was? Holzkiste? Wie? Was meinst du? Ach, die ist glaube ich beim Hammer. Beim Hammer? Also, für mich ist immer das Erste. Die Chest muss das Erste sein. Also es ist nicht das Erste, ist ein bisschen falsch. Ich brauche mehr Scheiße, ich brauche mehr Scheiße. So viele Pflanzen, die noch gedüngt werden wollen. La 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 la. Das geht nur mit Scheiße, jawohl, jawohl. Obwohl, nee, mit verrotteten Pflanzen geht's auch, ne? Haben wir ja gelernt. Ich muss unbedingt noch kochen. Ich habe noch 12 Beeren, die unbedingt verbraucht werden müssen. Und besser Marmelade als verfaultes Obst. Sag ich mal so. Da, gefällt es euch an meinem Feuer? Ist das schön warm, hä? Die Büffel wollen nicht mehr so scheißen. Die essen zu wenig, glaube ich. Ich muss ja mal ein bisschen Actimel geben, damit die Verdauung angeregt wird oder so. Keine Ahnung. Rechts drehen oder links drehen? Ich weiß nicht, was ist denn Actimel? Ist es links oder rechts drehen? Ich weiß gar nicht, ob das... Wenn ihr zu Hause habt, dann schaut es doch nach und schreibt es in die Kommentare, ob Actimel rechts drehen, den Biogutkulturen oder links drehen hat. Wenn sie sich überhaupt drehen. Wenn sie sich überhaupt drehen. Und guckt nach, ob sie sich wirklich drehen. Also nimmt mal eine Lupe und haut mal über neuen Joghurt drüber. Und dann wenn sie sich nicht drehen, füllt sie ab mit Alkohol. Vielleicht klappt das ja. Oder spült sie die Toilette runter, dann drehen sie sich auch.
Oh, genau. 33 Scheiße habe ich schon wieder. Das ist ein Kackparadies hier unten. Und zum Glück auch nicht so weit weg. Wir mussten uns ein bisschen suchen, bis wir es gefunden haben, aber als wir es dann gefunden haben. Oh Gott, easy. Jetzt bin ich von der Science-Maschine erschrocken. Und diese. So, Stöcke müssen wir noch sammeln, ne? Diese Stockpflanzen. Ja, unbedingt. Stöcke sind Mangelware. Ja, nicht so wie letztes Mal hatten wir genug davon. Ach ja. Ich fürchte, hier kann ich nicht mehr viel Scheiß sammeln. Ich denke, die werden gleich hier wütend werden. Warum greifen die eigentlich die Blumen an? Doch, jetzt greifen sie die Blumen an. Oh, Büffel gegen Blume. Blumen? Ja, diese komische Augenblume. Ach so. Wie geil es ist, wenn da 6 Büffel auf die Blume losgehen. Aber wenn die noch ein bisschen weitermachen, kann ich gleich die Blumen mitnehmen. Jetzt sind sie bei der großen Pflanze in der Mitte, jawohl. Nein, sie haben von abgelassen, verdammt. Jetzt greift an. Greift an. Ja. Büffelies. Attack, 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 attack. Die geht nicht kaputt, die Pflanze. Doch, jetzt habe ich sie. Die nehme ich mit. Danke. Hindert man meine Büffel nicht beim Scheißen hier. Pflanze hier, ey. Gibt's ja wohl nicht. Razamun, Büffelzüchter. Es wird gleich wieder. Abends, ne? Kommst du dann wieder? Ja, ich komme jetzt wieder. Ich will auch einen Scheiße haben, damit ich 2 Sticks voll habe. Dann habe ich genau 40 Stück. Das wäre schon cool. Das sollte ja eine Weile reichen. Nee. Ich muss gleich auf die Graspflanzen drauf, dann ist wahrscheinlich alles weg. Stimmt. Ja, überleg mal, wir haben 3 Sticks angepflanzt. Das sind schon 30 Scheiße auf jeden Fall. Ja, nicht hier noch irgendeine Scheiße rum. Da ist noch ein und na, noch einer, den nehmen wir auch noch mit. Sind unsere Pflanzen schon verrottet in der Kiste? Also bist du gerade im Lager, kannst nachgucken, ob da jetzt Rott dran steht? Moment. Ich bräuchte noch irgendwas zum. Spoiled. Spoiled, nee, du musst warten, bis Rott dran steht, glaube ich. Dann kannst du damit fertilisieren. Damit, das reicht nämlich dann für die Graspflanzen, da müssen wir dann keine Scheiße verschwenden. Und dann an Davis kannst du noch eine Beere in den Kochtopf schmeißen. Oh, die sind schon rot bei mir. Die sind schon spoiled. Okay, das ist schlecht. Ja, aber gut, zum Kochen sind sie wahrscheinlich noch gut genug. Jetzt habe ich vorhin 20 Samen in dem Kiste getan, habe schon wieder 9 eingesammelt. Echt heftig. Vom den goldenen Weg lang gelaufen, nur dass er nicht golden ist. Wenn ich jetzt noch mehrere Beeren pflücke, dann geht das andere auf jeden Fall hoch. Jetzt sind sie wieder gelb, jetzt sind sie noch stale. Einfach weil ich noch eine Beere dazu getan habe. Mhm. Tricky, ne? Hallo! Hallo! Ich hab dich vermisst. Bin wieder da. Das ist schön. Was kochst du da? Was ist rausgekommen? Weiß ich noch nicht. Das kocht er jetzt. Ach so. Da ist das Ei mit drin. Ja. Schauen wir mal, was es wird, ne? So, wo war jetzt noch. Ach, haben wir gesagt, ne? Boah, wie scheiße hier erstmal hier diese. Fertilisieren. Fertilisieren. Das sieht aus wie Ratatouille. Es ist Ratatouille rausgekommen. Das ist ja dann sehr enttäuschend. Dann war das verschwendet, ja. Ja. Ich muss mal 3-mal Marmelade kochen, damit ich. Ein Fleisch habe ich dir aufgehängt, ne? Aufgehongen. Aufgehongen, aufgehängt, jo. Ja. Hast du das Trockenfleisch rausgenommen, ja? Wie rausgenommen? Ja, da war keins dran? Nee. Habe ich das noch rausgenommen gehabt? Na gut. Aber warte, hier ist der Monster-Meat drin, das ist gut. Ja, nee. Von meinen Hunden. Ja, habe ich meins jetzt auch beigepackt. Ja, bisschen Gras vitalisieren. Das wirkt vitalisierend. Also ähnlich. Das ist das die letzte Folge für heute? Ja, okay. Denke ich mal, also. Dann vitalisiere ich jetzt noch. Mir nicht, aber. Ja, doch, ich muss ja noch was anderes machen zwischendurch. Ja. Ist ja auch erst kurz nach 2, ist ja easy. Easy. So, das war der erste Stack Scheiße. Und der zweite folgt zugleich. Gut läuft bei mir. So.
Kann ich noch so einen großen Ding hinbauen? Ja, guck mal, kann ich noch machen. Baue ich den Unterhalb an. Blöpp. Samen rein. Fertilisieren. Ich weiß gar nicht, ob man die fertilisieren muss oder ob die auch so wachsen. Ich hab keine Ahnung. Oh, es ist dunkel, ich sehe nichts mehr. Jetzt habe ich nicht mehr genug Stein, sonst würde ich noch so ein Ding anbauen. Oh ja. Ah! Bei mir ist zu dunkel. Oh. Das war ein fieses Geräusch. Oh mein Gott, ey. Beult. Ja, okay, dann müssen wir jetzt aber beenden. Wir sind drüber. Mal wieder. Mal wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Nicht die verfaulten Beeren essen. Na super, jetzt kann ich nicht mehr kochen, weil mir eine Beere gleich fehlt. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Don't Starve. Und diesmal sieht es auch so aus, als würden wir nicht so starven. Richtig? Yay! Ja! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!